Also zuerst einmal, mein Name ist René, ich bin Webentwickler und Java-Entwickler und dementsprechend habe ich auch Web und Java im Projekt beigetragen. Und Ich bin Noah, ich habe mich auch mit Java um die App hauptsächlich gekümmert. ja, ich bin Moritz und ich habe mich hauptsächlich um die 3D-Modellierung und den 3D-Druck gekümmert. Ich bin Paul und ich habe mich generell um alles gekümmert, allerdings, ja, also ich habe geholfen, sagen wir so. Ich bin Lukas und ich habe mich vor allem um die Hardwareentwicklung gekümmert. Da möchten wir uns erstmal klären, was das Ganze macht. Ein grundlegendes Armband hat zwei LEDs und diese zeigt es einfach an, wenn man einen Anruf bekommt, eine SMS oder einfach, wenn in 3 Stunden Unwetter angesagt ist, also ein Regen. Ja. Als nächstes möchten wir noch die Verbindung klären, wie die Connection funktioniert. Und zwar geht es grundlegend dadurch, dass die Webseite erstmal die beispielsweise Wetter ausliest und in eine MySQL-Datenbank einspeichert und an die App sendet. Die App liest sie dann einfach aus und verwertet sie. Und sendet diese dann weiter zu dem Armband. Das Ganze funktioniert dann über Bluetooth. Und ja, das wird dann von dem Arduino weiterverarbeitet und über 2 LEDs ausgegeben. Also blinken und verschiedene Farben kann man alles selber dann auswählen, wie man dann zum Beispiel SMS grün blinken und Anruf rot und so. Ja, dann zum 3D-Druck und der Modellierung. Ich habe das Ganze in One2 3D Make von Autodesk eben modelliert und dann auf den 3D-Druckern ausgedruckt. Jetzt beispielsweise. Jetzt beispielsweise hat man. Wir machen das weiter und zeigen es dem nachher. Okay. Wir machen erstmal weiter mit den weiteren Punkten, bevor wir dazu kommen. Also. So, jetzt wollen wir noch zeigen, wie das Ganze ungefähr aussieht dann. Hier haben wir das Armband, das Grundlegende. Wie Sie sehen, hier leuchtet schwach eine blaue LED. Sie mal kurz noch zur Seite. So, hier. Wir haben dazu die App geschrieben. Wenn man sich jetzt mit dem Handy, wir wer sich jetzt mit dem Handy via Bluetooth damit verbindet, kann man jetzt hier einfach so. Sieht man hier, hört das Blinken auf? Ja, sollte es zumindest. Ja. Also es sollte eigentlich schon funktionieren, es hat immer funktioniert. Also es hat bisher tatsächlich noch nie nicht funktioniert. Okay. Also, ich glaube, viele, die hier studieren und beim Streiflicht schon mal waren, die wissen, dass es auch Leuten passiert, die schon 10 Semester Informatik studieren, dass am Tag der Präsentation dann gar nichts mehr funktioniert. Und jetzt probieren wir es nochmal kurz und wenn es dann nicht geht, dann sage ich Ihnen, dass es vorhin in der Generalprobe noch alles funktioniert hat. Es tut uns jetzt leid, dass es nicht mehr funktioniert. Vielleicht geht es ja nachher, da können Sie es sich vielleicht nochmal anschauen, wenn Sie nochmal durchlaufen. Wollt ihr noch was sagen? Ja, scheiße. Oh. Okay. Irgendwie funktioniert das jetzt nicht. Wir wissen nicht genau wieso. Eigentlich beim vorherigen Testlauf hat es immer funktioniert und ja. Ja, es handelt sich einfach um einen Prototyp, wie man eigentlich auch schon gemerkt hat. Ich bitte nochmal die Gruppe auf die Bühne und vielleicht mögen Sie es uns nochmal zeigen. Mögt ihr nochmal? Tatsächlich haben wir es jetzt doch nochmal geschafft, da war ein Batteriefehler. Ja, also wir
zeigen es einfach, wie es zum Beispiel aussieht, wenn man angerufen wird, wie die Reaktion von dem Handy, von der Armband ist. Es blinkt einfach rot und ebenfalls, wenn man eine Nachricht bekommt, blinkt es grün, was wir auch gleich nochmal zeigen werden. Wenn das rote Blinken vorbei ist. Es blinkt im Durchschnitt so 50 Mal und in bestimmten Abständen. Und jetzt kommt euch wieder eine Nachricht rein. Und das war's.